Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Ich bin Mr. Cutterfee, euer Let's Play das Kaninchen. Und das Vergangenheitskaninchen hat mir einen schönen Raum hinterlassen. Nicht diesen. Das Vergangenheitskaninchen war nett und hat hier den Astralsplitter schon mal eingefangen. Aber hier wartet dann ganz viel Feindmaterial. Und wir sehen schon, da sind... Ich sehe spontan mindestens zwei von diesen. Ich schwebe auf den Stühlen rum. Oh mein Gott. So, damit ist der weg. Wir spielen hier hinten mal. Aua, genau, deswegen spielen wir mal ein bisschen Schutzschild. Nehmen wir mal ein bisschen den Schutzschild der Barriere hier oben. Sorry, sag mal nicht. Der muss weg, weil der kann sich heilen. Der ist da drüben auch gefährlich, weil der kann auch heilen. Oh, weißt du was? Auto-Aim! Ey, I said Auto-Aim! So, noch jemand? Damit ist diese Kugel weg. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, jetzt bräuchte ich den Stich. Die kommen doch bestimmt gleich hier rumgescheißert, oder? Nee, hä? Wo gehen die denn lang? Wo gehen die denn lang? So, wer ist denn da hinten noch? Du bist noch da? Nee. Aua, aua, aua. Nimm das. Komm. Zeig dein Köpfchen. Zeig dein Köpfchen. Huiuiuiui. Noch jemand? Ganz entspannt da unten. Ah! Okay, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ich nehme mal ganz kurz ein Schild, damit ich mir die Lebenspunkte hier drüben holen kann. Ist jetzt auch nicht sonderlich viel an Lebenspunkten. Ist hier noch irgendwo einer? Da. Lebenspunkte! Wo ist denn der? Ist hier kein Wiederherstellungspunkt? Okay. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal... Ja, ist ja gut. Ich such doch schon. Entspann dich, mein Freund. Entspann dich. Was? Wie bitte? Hallo? So, der war weg. Aber ich sehe keine Punkte, um hier den Raum wieder ein bisschen zu sichern. Oh Gott, was passiert da oben? Hallo! Was habe ich da gesehen? Das ist ein ganz großer. Das ist ein ganz großer. Das ist ein ganz großer. Nimm das. Viel Spaß. Way! Ganz entspannt, da oben. So ein aggressiver Dude. Komm her. Du bist gefährlicher. Weg mit der Granate. Dankeschön. Zischerverbund. Ist das eine... Ist das ein Gehirn? Okay. All agents are ordered to converge here.
Hallo? Hallo? Was? Gehirn, bist du das? Redest du mit mir, Gehirn? So, was haben wir denn hier? Das geht. Nein, ich wollte nicht irgendwas. Ach, warte mal. Ich wollte nämlich eigentlich hier eine Information zum einen über den Verbund. Was ist ein Zischerverbund? Zischerverbunde sind einzigartig, da sie konzentrierte Manifestationen der Resonanz des Zischens sind, ohne einen eigenen Wirt zu benötigen. Zischerverbunde sind dichte, kugelförmige Verdichtungen, wir haben die doch schon mehrfach getötet, der Resonanz, die in der Hierarchie der Zischerwesen Unterstützungsfunktionen erfüllen. Die Verbunde können Zischerwirte mit Resonanzinfusion auftanken. Dadurch wird beim biologischen Wirt kein physischer Schaden geheilt, sie erscheinen nur erfrischt zu sein, sodass sie mehr Schaden als normal aushalten. Also ein Schild. Die Tatsache, dass das Zischen eine Anstrengung unternimmt, die befallene Wirte zu erhalten, unterstreicht ein Bewusstseins- und Ermessensniveau, über das ich zuvor nur spekulieren konnte. Kann dieses Wesen als Individuum gesehen werden oder einfach nur als Verlängerung des Zischens als Ganzes? Eins lebendig zu fangen wäre... Ja, versuch mal sowas lebendig zu fangen. Aber wir haben noch mehr gefunden hier. Warte mal, da war doch noch mehr. Hier ist zum Beispiel Information an Astralnauten. Dieser Bericht dient als Einführung in das Astralnautenprogramm, einschließlich Anforderungen an die Kandidaten, Trainingsmaßnahmen und Astralforschungsmethoden. Astralnauten sind ausgewählte Einzelpersonen, die physischen Kontakt mit Röntgenlichtboxen im Hypnoselabor einer Fachgruppe der Abteilung für Parapsychologie herstellen, um die Astralebene zu erforschen und zu dokumentieren. Physisches sowie psychologisches Training ist von äußerster Wichtigkeit für den wiederholten Wechsel zwischen Ebenen, der auch als Tauchgang bekannt ist. Nach jedem Tauchgang müssen Astronauten sich in den Stühlen für kognitive Aufzeichnungen einer Sitzung unterziehen, um ihre Erlebnisse in der Ebene festzuhalten. Die gesammelten Daten haben schlüssig bewiesen, dass in der Astralebene von Astronauten zu Astronaut stark variiert. In seltenen Fällen können diese Tauchgänge in Verlusten enden, was oft passiert, wenn die Teams auf aggressive Astralwesen treffen. Sind das die Dudes, die hier auf den Stühlen sitzen? Wir haben doch die hier auf den Stühlen rumzischen. Von denen haben wir noch gar keinen Eintrag. Ob das die sind? Bestimmt, ne? Was für eine Mission habe ich denn jetzt gerade angenommen? Untersuche das Objekt der Macht Röntgenlichtbox. Das möchte ich haben. Psst, Ruhe. Nein, genug rumgezischelt hier. Genug gezischt. Was haben wir da? Aufschlussreiche Muster. Aufschlussreich. Gruppendenken. Was? Gruppendenken. Im Auftrag von Emily Pope von Paula Bronte. Diese Studie setzt die Arbeiten von Irving Yannis, Robert Barron und anderen fort und stellt einen starken kausalen Zusammenhang zwischen Gruppendenken und der passiven oder aktiven Verwendung von Telepathie vor. Um diese Verbindung zu beweisen, hat die Parapsychologie-Abteilung Varianten der ursprünglichen Konformitätsexperimente von Solomon Asch mit einem telepathischen Individuum als Testsubjekt durchgeführt. Jetzt würde ich gerne googeln, ob es das wirklich gibt. Daraufhin wurde mit umfangreichen qualitativen und quantitativen Daten aus diesen Experimenten eine telepathische Interferenz innerhalb der Gruppe identifiziert. Warte mal. Weitere empirische Ergebnisse scheinen darauf hinzudeuten, dass Maßnahmen als Schutz gegen telepathische Verhaltensbeeinflussungen ergriffen werden können, indem... Kühn gesagt, wird diese Abhandlung Jahrzehnte von Gruppendenkentheorie revolutionieren und neue Wege für Experimente mit dem Verstand... erbringen, darunter die Manipulation von Bwt und Bwt. Solomon. Na, richtig tippen. Asch. Psychologe. Ja, den gab es wirklich. Das ist ja schon mal gruselig. Das Asch-Paradigma der Eindrucksbildung. In einem Versuch zur Eindrucksbildung legte Asch Versuchsperson eine Liste von Adjektiven einer fiktiven Person vor. Im Anschluss wurden die Versuchspersonen gebeten, einen Aufsatz über die charakterisierte Person zu schreiben. Der erste Eindruck. Ist das, was... Konformitätsexperiment? Ist das das Konformitätsexperiment? Konformität.
Das Konformitätsexperiment von Asch 1951 ist eine Studienreihe, die zeigt, wie Gruppenzwang eine Person so... Ach, das kenne ich! Das Experiment kenne ich. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Es geht halt im Prinzip darum, dass eine Person, die wirkliche Versuchsperson, wird in einen Raum geführt, wo andere Probanden auch, angeblich noch Probanden, also weitere Versuchspersonen sitzen. Und die sind aber alles Eingeweihte. Und dann sollen sie irgendwas beschreiben. Sie sollen, ich weiß nicht, eine Farbe, ein Objekt, eine Farbe dazu sagen. Das ist ein blaues Objekt. Sie sollen sagen, welche Farbe es hat. Oder die Länge von bestimmten Strichen vergleichen. Und es ist offensichtlich, dass alle Leute das Falsche sagen. Also da ist, was ist ich, da ist zum Beispiel, sind zwei Linien und die eine ist länger und die andere ist kürzer. Und die sagen, die kürzere Linie ist länger. Und alle sagen das. Und am Anfang sagt natürlich der eigentliche Proband, hä, der ist, die Linie ist kürzer offensichtlich. Aber je länger das Versuch geht, je länger dieser Versuch geht, desto eher fängt die Person an, gegen ihre eigene, gegen ihren eigenen Verstand zu arbeiten, gegen ihre eigene, nicht ihren Verstand, aber gegen ihr eigenes, gegen ihre eigene Entscheidung, gegen ihre eigene Wahrnehmung und sagt das, was die Mehrheit sagt. Also stimmt der Mehrheit zu, obwohl sie weiß, dass es falsch ist. Und das ist ziemlich spannend. Dieser Versuch, weil der natürlich ganz, ganz viel über wirklich diese Gruppendynamiken und Beeinflussung von Individuen durch eine Gruppe zeigt und das natürlich auch missbraucht werden kann, denn diese Fähigkeit oder dieses Wissen um diese Beeinflussungsmöglichkeit. Und Dion ist hier mit Telepathie noch? Ne, mit Telekinese? Hier war doch noch irgendwas. Hier leuchtete doch noch irgendwo was. Hier lag doch noch eine weitere... Hier in diesem Raum war doch noch einiges, was ich einfach überrannt habe, weil ich nach dem... Ich mache diesen Punkt... Das sind diese Räume... Genau, das sind diese Stühle. Und mit dem schweben die auch immer. Was für eine Grusel... Was für ein gruseliger Raum. Nun ja. Aber die Leute machen das ja freiwillig bestimmt. Da hinten leuchtet es. Hallo, was haben wir denn hier Schönes? Aufnahmestuhlprozedur. Bitte stellen Sie vor Verwendung der Aufnahmegeräte sicher, dass die folgenden Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Erstens, stellen Sie sicher, dass der Freiwillige sich am Stuhl befestigt sitzt. Vielleicht muss er auch einfach nur keinen Durst haben. Wird aber gleich mit Doppel-T geschrieben. Prüfen Sie, dass die Kapuze über den Kopf des Freiwilligen gezogen ist. Dadurch wird verhindert, dass der Freiwillige während des Aufnahmeprozesses optische Reize aufnimmt, wodurch die Qualität des aufgezeichneten Materials gemindert werden könnte. Es verhindert auch, dass die Aufnahmetechniker das Gesicht des Freiwilligen sehen, der während der Aufzeichnung Muskelkrämpfe erleidet, die einige als verstörend empfinden. Ja, nee, ist klar. Prüfen Sie, ob der Freiwillige bequem sitzt. Ja, auch, haben Sie es bequem? Schalten Sie den Aufnahmeapparat ein. Überprüfen Sie nach Schluss der Aufnahme die kognitiven Fähigkeiten des Freiwilligen mit Hilfe der bereitgestellten Fragebogens. Erinnerung, seien Sie nicht alarmiert, wenn die Länge der Aufnahmen den Zeitraum der Bewusstlosigkeit der Freiwilligen übersteigen. Astrale Ausdehnung ist ein bekanntes Problem. Sollten während der Prozedur Probleme auftreten, dann kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Oh Gott. Oh mein Gott! Wo geht's da hinten hin? Da können wir doch... Warte mal, wo geht's da hinten hin? Wir können ja einfach mal selbst gucken. Wir sind ja schon fast am Ende dieses... Weges? Extrasensorisches Labor? Aber da können wir ja... her, ne? Nee. Da ist aber auch noch was. Wir kommen von da oben. Oh, warte mal, apropos. Kann ich das eigentlich hier ausrüsten? Ich hab, glaube ich, einiges an geilen Gegenständen bekommen. Was haben wir da jetzt noch? Was ist das hier? Okay, rockt jetzt nicht so Genauigkeit. Schaden beim Zielen, exklusiv für Stich, exklusiv für Dreh, für Schmetterer. Was haben wir hier? Munitionskosten pro Schuss. Oh, das ist natürlich nett. Oh, das ist nett. Gerade für Dreh ist das natürlich sehr, sehr nett. Aber da habe ich hier die Genauigkeit. Aber natürlich Munitionskosten. Das ist schon ganz nett. Feuerrate. Kann man machen, muss man nicht. Aber wir haben noch eine persönliche Modifikation bekommen. Und zwar einmal haben wir jetzt hier schon mal Schleudern und Energiekosten minus 16%. Das ist viel, viel besser. Und wir haben... Haben wir noch
noch irgendwas Großes bekommen? Nee, ne? Einfach nur Lebensregeneration. Oh, das ist natürlich eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Lebensregeneration, Schildstärke. Ah. Regeneration. Leben ist natürlich auch super gut. Mehr Leben, da halte ich mir aus. Ich krieg ja schon in letzter Zeit ziemlich viel auf die Kauleiste. Aber da waren wir noch nicht drin. Hallo. Ach, warte mal. Nee, 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 nee. Das Objekt Röntgen, das ist da oben. Das ist das Röntgengerät der Macht. Das Objekt der Macht Röntgenlichtbox. Das Röntgengerät der Macht. Ja, ein Röntgengerät der Macht. Geht's da rein? Muss ich dafür rein? Hier ist das Hypnoselabor. Oh! Hallo? I see it. Another object of power? They're just standing there, mesmerized by it. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Ich habe ein CT. Okay, damit kann man die Leute untersuchen, die vielleicht darunter gerade, also unter der Wirkung gerade davon sind, von dem Objekt der Macht. Hier könnte ich einen Knopf drücken, da könnte ich einen Knopf drücken. Ich drücke mal die. Warum? Oh, ich dachte schon, was Wichtiges. Warum kann ich da dieses... Hä? 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 Say what again? Das muss ich vermutlich herstellen, würde ich sagen. Oh Gott. Ich gehe mal kurz näher ran und werde darunter leiden, garantiert. Hübsche Wand. Geil. Die bewegen sich halt wirklich, ne? Man sieht, die atmen. Das finde ich, ist so... Das finde ich so gut gemacht. Und ich habe gerade das ungute Gefühl, dass wir unter der Wirkung dieses Gerätes stecken. Ah, warte. So. Ne, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So. 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 Kann ich die Tür wieder zumachen? Bitte, bitte. Please state your name for the record. Paul Warren. Please state your name for the record. Paul Warren, Astronaut, First Class. And you are aware that exposure to the astral plane can result in death, disability, personal injury, corporeal untangling, cognitive collapse, loss of ego, and partial to full dementia? Yeah, yeah, yeah. I am. And you acknowledge that your use of the astral conduit, aka the X-ray light box, is purely voluntary? Yes, I do. Perfect. Your suit is good? Yeah. Okay, you're all set. Open the door for Mr. Warren, please. Auflösung des Körpers. Astronaut first class. Okay. You are aware that exposure to the astral plane can result in death. Hallo? Schalte ich da Raum? Übernehmen? Sagten Sie gerade übernehmen? Did you say? Goldkopie. Aber wie mache ich das? Halt! Wie mache ich das?
Ich brauche eine Taste dafür. Übernehmen. F. Ach so, macht Sinn. Wie mache ich denn das? Goldgegner sind immun. Finde andere Wege. Ich könnte dich natürlich einfach schlagen, aber ich habe das Gefühl, dass ich das... Pass auf, wir versuchen das mal. Komm mal her. Okay. Muss ich ja nicht ran dafür? Hä? Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Gegner mit niedriger... Ja, ich bin aber niedrig gerade. Hä? Welche Gegner denn? Ich kann ihn doch nicht töten, dachte ich. Ah, warte mal. Da war gerade was. Wie cool. Komm, gib mir noch einen, gib mir noch einen, gib mir noch einen. Ich verstehe, das ist ja lustig. Mal Lebenspunkte, vielen Dank. Der ist fast tot. Jetzt freue ich mal noch einen. Oh, das wollte ich nicht. Sorry. Wo ist denn der Goldgegner gerade? Such! Such, mein kleiner schwarzer Soldat! Such den Goldenen! Aua! Aua! Wer schießt da? Oh, Nahkampf! Cool, was du alles kannst! Hä? Hä? Spiel mit ihm! Nein, ich... Gut, aber... Okay, man ist nicht immun, der Feuer. Das war auch dumm von mir. Okay, okay, okay. Wir haben es verstanden, wir haben es verstanden, wir wissen, wie es geht. Ich darf damit nicht übermütig vorgehen. Ich muss dann trotzdem immer noch irgendwie in Deckung stehen oder irgendwie sowas. Hallo. Okay, es hat eine Reichweite. Das ist gut zu wissen, dass die Fähigkeit eine bestimmte Reichweite nur hat. Aber das ist super nützlich in den Kämpfen, denn wenn ja diese ganz, ganz Großen da sind, dass man denn die Großen irgendwie mit übernimmt oder... Gut, vermutlich sind die immun dagegen, aber... Na, na, na! Ich muss übermütig werden. Schönen guten Tag! Ich habe gehört, Sie möchten mit auf meiner Seite sein. Gute Entscheidung. Aua! Muss vermutlich gar nicht zielen, aber ich mach's trotzdem. Okay, ich muss wirklich nicht zielen. Sehr gut, ich kann damit nämlich auch rennen und mich damit viel schneller in Sicherheit begeben.
oder ausweichen und nicht getroffen werden. Ist immer eine gute Sache. Oh, was? Zwangsmittel? Wo? Wo? Da. Geile Fähigkeit. Vor allem optionale Fähigkeit, wenn ich das richtig sehe. Gefesseltes Publikum ist tot. Okay. Gut, dann würde ich sagen, das war eine schöne Folge. Wir haben ein bisschen länger, wir haben immerhin eine neue Fähigkeit bekommen. Woo! Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wo auch immer das Röntgengerät jetzt hin ist, ich habe es gegessen. Wie bei Vampiren, wo man das Herz essen muss, so essen wir die Objekte der Macht, damit wir ihre Macht bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kaninchen. Tschüss, tschüss! Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!